Als ich angefangen habe, mich für den Minimalismus zu interessieren, war ich zeitweise völlig überfordert. Und damit euch das nicht auch so geht, habe ich heute die besten Methoden und Tipps aus 4 Jahren Erfahrung. Die meisten werden wahrscheinlich beim Ausmisten anfangen und fürs Ausmisten gibt es auch unendlich viele Methoden. Ich möchte euch heute gerne 3 vorstellen, mit denen ich gute Erfahrungen gesammelt habe. Die erste Methode ist die sogenannte Korbmethode und bei der hat man, wie könnte es anders sein, 3 Körbe. Ein Korb für Dinge, die man behalten möchte, ein Korb für Sachen, die man weggeben möchte, spenden möchte, verschenken möchte oder auf den Müll tun möchte und einen dritten Korb für vielleicht. Und in diese Körbe sortiert man dann alles rein, was man in die Finger bekommt. Ganz besonders spannend ist hierbei natürlich der Vielleicht-Korb, denn da tut man Sachen rein, bei denen man einfach noch nicht ganz sicher ist, was man mit denen machen möchte. Und den stellst du dann für 1 oder 3 Monate in eine Ecke, möglichst weit weg, wo du überhaupt nicht rankommst, in den Keller oder in die Abseite und wartest einfach nach den 3 Monaten, ob dir irgendwas davon gefehlt hat oder ob du dir überhaupt an diese Sachen gedacht hast. Und wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann kannst du die Sachen weggeben, dann kannst du sie aussortieren. Und wenn du vorher schon mal etwas brauchst, dann kannst du es dir rausholen und dann kommt das sozusagen in deinen Ja-Korb und alles andere wird dann zum Nein. Die zweite Methode ist das sogenannte Minimalismus-Game und das spielt man 1 Monat lang. Das heißt, man sortiert jeden Tag 1 Teil mehr aus. Man fängt am besten am 1. des Monats an und dann sortiert man am 1. 1 Teil aus, am 2. 2, am 3. 3, am 28. 28, am 29. 29 Teile und so weiter und so fort. Und abhängig davon, wie viele Tage der Monat hat, sortiert man dann irgendwie bis zu über 500 Teile aus. Und das ist für 1 Monat eine ganze, ganze Menge. Am Anfang ist es natürlich leicht und es wird dann im Laufe des Monats immer schwieriger. Und der Clou hierbei ist, dass man das am besten mit einem Freund oder einer Freundin zusammenspielt und sich dann gegenseitig challenged, wer auch jeden Tag eben alles schafft auszusortieren und wer dann auch die meisten Tage schafft. Mit der 3. Methode habe ich beispielsweise letztes Jahr meinen Kleiderschrank nochmal ausgemistet und das ist die KonMari-Methode. Bei der KonMari-Methode geht man nicht Raum für Raum vor, sondern man sortiert gewisse Kategorien aus. Man beginnt mit einer ganz, ganz einfachen Kategorie, beispielsweise Bücher oder Klamotten, also etwas, was wirklich so ein klar definierter Bereich ist. Und dann arbeitet man sich vor, bis man am Ende bei den schwierigeren Bereichen angekommen ist. Das sind beispielsweise Fotos oder Erinnerungsstücke. Bei der KonMari-Methode schaut man sich jedes einzelne Teil an und überlegt sich, ob es ein Lieblingsstück ist und ob man das gerne behalten möchte. Ziel ist es, am Ende eben nur noch Lieblingsstücke zu besitzen und alle anderen Teile kann man dann aussortieren. Und mein 2. Tipp ist es, sich zu informieren. Ich habe am Anfang wirklich alles verschlungen, was ich über Minimalismus in die Finger bekommen habe. Ich habe ganz viele YouTube-Videos geschaut, ich habe Podcasts gehört und ich habe sehr, sehr viel gelesen. Bei uns in der Bibliothek waren meine Wunschtitel häufig ausgeliehen und weil ich ja damit beschäftigt war, auszumisten und auch meine Bücher auszumisten, wollte ich natürlich jetzt auch nicht alle Bücher neu kaufen. Deswegen habe ich mir die App Blinkist installiert. Auf Blinkist werden die Kernaussagen von inzwischen über 5000 Sachbüchern zusammengefasst. Das war und ist für mich eine gute Möglichkeit, einfach mal unverbindlich in ein Buch reinlesen zu können und die wichtigsten Inhalte und Ideen zu verstehen, ohne das gleich kaufen zu müssen. Für jedes Buch braucht man im Durchschnitt 15 Minuten und das ist auch für mich bis heute so eine Dauer, die ich einfach jeden Tag gut unterbringe und 15 Minuten lesen steht sowieso auf meiner täglichen To-Do-Liste. Auf Blinkist findet ihr nicht nur Magic Cleaning von Marie Kondo, sondern auch Das kann doch weg von Fumio Sasaki, was ich zuletzt gelesen habe. Der Autor lebt selbst eher eine extreme Form des Minimalismus, die nichts für mich ist, aber ich finde das immer super interessant, auch diese unterschiedlichen Lebensentwürfe zu verstehen und mir auch daraus dann davon auch eine Scheibe abschneiden zu können und das an meine eigenen Bedürfnisse zu adaptieren. Wenn ihr auch einmal ganz unverbindlich Blinkist testen wollt, dann habe ich hier den Link für euch zu einem kostenlosen 7-Tage-Probe-Abo und ihr bekommt auch 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium. Alle Informationen zu Blinkist findest du natürlich noch einmal in der Infobox.
Mit dem Aussortieren hast du schon mal einen ganz wichtigen ersten Schritt gemacht, aber das ist nur eine Facette vom Minimalismus und die andere Facette betrifft unser Kaufverhalten. Denn was hilft es, wenn du dich von immer mehr Sachen aus deinem Zuhause trennst, aber gleichzeitig wieder neue Besitztümer anhäufst? Deswegen empfehle ich dir, für einen Monat einen sogenannten No-Buy zu machen und wirklich mal zu versuchen, einen Monat überhaupt nichts zu kaufen und wirklich mal so eine Art Konsum-Detox zu machen. Denn wir sind einfach total daran gewöhnt, uns all unsere Wünsche sofort zu erfüllen und einfach auch dem sofort nachzugeben, wenn wir etwas sehen, das uns gefällt und uns gar nicht wirklich zu fragen, ob wir das brauchen, ob das für unser Leben einen Mehrwert auch hat und ob uns auch das unser Geld tatsächlich wert ist. Denn für alles, was wir kaufen, müssen wir arbeiten. Das ist für viele von uns eine große Umstellung und deswegen schreibe ich gleichzeitig immer eine Wunschliste. Es gibt viele schöne Dinge auf der Welt und auch als Minimalistin oder als Person, die eben minimalistisch leben möchte, hat man natürlich Bedürfnisse und Wünsche und es geht auch gar nicht darum, völlig asketisch zu leben und sich überhaupt nichts mehr zu gönnen, aber eben auch gute Kaufentscheidungen zu treffen und sicher zu sein, dass es das ist, was man wirklich möchte und eben nicht aus einem Impuls heraus zu kaufen. Ich schreibe all meine Wünsche auf und notiere mir alles, bei dem ich denke, das möchte ich gerne haben. Und wenn dieser Wunsch nach einer gewissen Zeit, nach einem Monat oder nach 3 Monaten immer noch aktuell ist, dann lasse ich mir das schenken oder schenke mir das selber. Und die zweite Liste, die ich konsequent führe, finde ich für den Anfang fast noch wichtiger, denn das ist ein Konsumtagebuch. Ein Konsumtagebuch ist sowas Ähnliches wie ein Haushaltsbuch, nur ohne Preise. Und dort notiere ich alles, was ich kaufe, um mir über mein eigenes Kaufverhalten und meine Gewohnheiten bewusst zu werden. Was ich mir nicht aufschreibe, das vergesse ich relativ schnell wieder und ich weiß nach 2-3 Monaten überhaupt nicht mehr, was ich gekauft habe. Und nur im Nachhinein können wir wirklich auch verstehen und erkennen, ob die Kaufentscheidung, die wir getroffen haben, die richtige war. Und ob uns das, was wir vor 2-3 Monaten gekauft haben, uns heute immer noch Spaß macht, ob uns das immer noch einen Mehrwert bietet oder ob das ein Fehlkauf war. Und wenn das ein Fehlkauf war, dann können wir das dann durch diese Reflexion verstehen und in der Zukunft bessere Kaufentscheidungen fällen. Das Wichtigste ist es aber zu verstehen, dass es nicht die eine Form oder die richtige Form des Minimalismus gibt, sondern dass es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, den Minimalismus auszuleben und auch den Minimalismus zu nutzen. Und da sollte man sich gar nicht in so ein Korsett zwängen lassen, sondern eben die Form finden und nutzen, die am allerbesten zum eigenen Leben passt. Und minimalistisches Leben funktioniert auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Ich habe meine Wohnung schon viele, viele Male ausgemistet und ich habe manchmal gedacht, ich werde überhaupt nicht fertig mit Ausmisten. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich denn nach so langer Zeit eigentlich immer noch so viel Zeug, das ich noch brauche? Und es ist in Ordnung, weil wir uns natürlich auch immer weiterentwickeln und dann auch immer besser loslassen können und uns immer weiter auch von Dingen verabschieden können und auch immer weniger brauchen. Und das waren meine besten Tipps für Minimalismus-Anfänger. Alle Informationen zu Blinkist verlinke ich dir noch einmal in der Infobox. Dort findest du auch den Code zu dem 7-Tage kostenlosen Probeabo und dem 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Ausmisten und wir sehen uns beim nächsten Video.